Ein Hallöchen hier zurück zu Minecraft. Wir sind in der Nacht gerade mal hier, habe ich gerade mal festgestellt. Und Herr Schneemann fleht hier durch die Gegend und macht die Gegend weiß. Jetzt so nach Weihnachten. Kann er sich eigentlich jetzt ja auch sparen, ne? Ich meine, ist hier draußen ja auch nicht so sonderlich kalt, aber immerhin hier so ein bisschen was. Ja, du? Ja? Besonders gesprächig ist er zumindest nicht. So, ich glaube, wir sollten erstmal reingehen, weil es ist gerade ziemlich dunkel hier. Nicht, dass wir gleich überrascht werden. Fände ich dann doch nicht ganz so gut. Oh, und das Kätzchen ist wieder im Himmel. Sehr schön. So, hoffen wir mal, dass jetzt hier keiner... Ich nehme lieber das Schwert in die Hand. Das Geröchel ist schon mal wieder da, aber es ist irgendwie ständig da. Ja, hallo Katze. Ist hier jemand? Nee, ne? Das Loch hier muss so sein. Alles klar. Okay, dann gehen wir einfach schlafen. Passt schon. Wo immer das Rumgestöhne daherkommt, kann ich auch gar nicht mal so genau sagen. Müsste wahrscheinlich irgendwo aus dem Graben kommen. Der hier ja noch komplett drunter lang verläuft. Auch sogar bis unter den Teil, wo wir jetzt hier unseren tollen Miniaturgarten angelegt haben. Meine ich. Das ist ja... Obwohl, das ging, glaube ich, bis... Zum Schlafzimmer hier irgendwo oder hier drunter irgendwo direkt dran lang. Kann ich jetzt gar nicht mal so genau mehr sagen. Auf jeden Fall hier wollten wir auch noch so einen Abgang reinbasteln. Da, ne, könnte man jetzt reinfallen, wenn man wollte. Schön direkt hier bei der Lava. Muss aber jetzt, ich hoffe, das schubst mich jetzt nichts. Ne. So, Erde, passt. Ist wunder... Hallo? Das Geräusch von dem hält immer noch an. Ah, die Katze steht zwischendurch auf. Und ich versteck mich. Sollte was... Na, hallo Brot. Jetzt fliegt er nicht weg. Ja, gut. Da ist auch noch eine Spinne. Ach mein Gott, was ist hier denn alles los? Ich muss das Haus noch irgendwie mal monsterdicht machen. Das sage ich auch schon seit 200 Folgen, glaube ich. So, wir... Na, Skelett. Alter, also doch, das stürzt davon alleine rein. Das darf in den Abgrund. Oder so. Und die Erfahrung fliegt natürlich weg. Mhm, genau. Wir haben das letzte Mal ziemlich viel da oben auf dem Berg herumgebastelt. Mit den ganzen... Steinbauten, die wir da oben hingeklatscht haben. Da will ich jetzt aber erstmal gar nicht mehr großartig dran weiter basteln. Das heißt nicht, dass das jetzt eine ewige Baustelle bleiben soll, sondern damit die Abwechslung mal etwas gewahrt bleibt. Ich werde dann nochmal jetzt eben kurz hoch und mal gucken und da ein paar Zäunchen anbringen, damit es da, ne, damit man da, falls man da mal langlatscht und man nicht ständig runterfällt, was wir wahrscheinlich trotzdem hinkriegen werden. Und irgendwie brauche ich noch mal ein bisschen... Ich guck mal eben, wie die Vorräte denn so aussehen. Holz haben wir eigentlich noch genug dabei. Das geht sogar. Tja, gehen wir mal hier lang. Mal gucken, ob hier auch noch irgendjemand ist. Nö, da ist niemand. Das Zimmer könnte auch mal wieder bewohnt werden, sag ich mal. Vielleicht später. Tja, hier ist immer noch... Da kann man gerade das Abhangen scharf hören. Den müssen wir eigentlich auch nochmal dann ordentlichen Balkon hin platzieren, hier unten, wo unser kleines Miniaturverzauberungszimmerchen ist. Das kann man ja von hier aus sehen, aber so richtig überzeugend ist das von außen jetzt noch nicht, von drinnen jetzt auch nicht. Aber das würde ja noch mehr heißen, dass da noch mehr Baustellen sind. So, habe ich jetzt... Nee, habe ich nicht ausreichend. Wobei, mit 18 Zollen kommen überhaupt nicht weit. Da stellt man einen Zaunpfahl hin und wenn man Glück hat oder wenn man sich Mühe gibt, dann fällt man einfach dran vorbei. Das ist ja auch Quatsch dann. Das braucht doch keiner. So. Ja, Hilfe. So. Momente. Ach man, alles falsch gemacht hier direkt, aber klappt. Vielleicht haben wir so viel Zäune, dass wir hier die ganze Gegend dann einzäunen können. Dann wird die ganze Welt ein einziges Gefängnis für uns selber und natürlich für die ganzen Tierchen auch, die uns alle so ins Herz gewachsen sind. Zum Beispiel das kleine Kreuzschaf da oben, was immer noch da oben ist.
Ich frage mich ja, warum das eigentlich nicht mittlerweile verhungert sein könnte, weil es da kein Stückchen an Gras und sowas hat. Also mir wäre das da oben zu langweilig, muss ich ja mal zugeben. Aber es schwebt gerne mal so ein bisschen. Vielleicht ist das der besondere Kick dabei. Kann ja auch sein. Da geht das dann schon. Jo, einmal hier. Gelände stylisch durch die Gegend. Oh. Hier starb irgendjemand. So, das ist jetzt die gute Frage. Erstmal, das Gebilde hier ist nett. Es sieht. Hat ein bisschen was von so einem leicht verstilisierten Mammut. Irgendwas, was hier gerade liegt und in die Gegend guckt. Ich meine, ist ja auch hübsch hier, ne? Aber hier fehlt natürlich theoretisch noch ein Teil. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, hier dieser ganze Ausbau, der ist zwar nett, aber ist halt doch ein bisschen, hängt schon sehr weit nach draußen. Muss ich ja mal zugeben. Also ohne, dass das hier abgestützt werden könnte. Ich will jetzt auch nicht irgendwelche Pfeiler da rein basteln. Deswegen war zwischendurch mal die Überlegung, ob ich diesen Teil dann nicht nochmal etwas umbauen sollte. So wieder ein, zwei kleine Teile weiter rein, ein, zwei Blöcke. Damit das hier, das muss auch kein Zweierfenster da sein, das ist eigentlich schon zu weit. Es kann eigentlich hier entweder einen ran oder noch zwei ran. Aber das machen wir später. Jetzt erstmal nicht. Jetzt fallen wir erstmal hier runter. Weil, nee, lohnt sich gar nicht. Und der Schnee, das sieht immer, es ist tatsächlich immer mehr. Wir haben ja mittlerweile drei Schneemänner am Werk, die alle keinen Namen haben. Ist aber auch nicht wichtig, weil die schmelzen eh bald. Spätestens wenn der Baum, obwohl, na, der Baum kommt natürlich irgendwann weg. Ich glaube, den zünden wir dann einfach an. Dann bleibt der Lowstone einfach hängen und dann haben wir da irgend so ein hängendes irgendwas an Leuchtzeugs. So, ich mache das ist provisorisch hier so ein bisschen hin. Hier würde ich gerne dran vorbei. Einfach hier. Hier können wir natürlich noch irgendwelche Stellen, wo man dann irgendwelche Plattformen und sowas hat, wo man Bänke hinstellen kann oder noch ein kleines Türmchen und sowas. Kann da alles noch rankommen. Allerdings nicht jetzt. Und hier müssen wir auch noch überlegen, wie wir es denn machen. Ist zwar ganz hübsch, aber hier drunter könnte man vielleicht noch so ein bisschen was ausbauen, dass man gerade diese Fläche hier unten... Oh. Da vielleicht noch, was weiß ich, macht hier nochmal einen kleinen Balkon ran. Oder irgend sowas in der Art. Ist von Aussicht jetzt nicht so überragend, weil es da drüber ja auch schon ein bisschen besser ist. Aber hier, das bot sich einfach so an, weil es ist ja da schon drin, ne? Und dann, wenn es da schon drin ist, dann nimmt man es einfach mal mit. Ja, wunderschön. Haben wir gar nicht so viele Zäune gebraucht, aber ist egal. Brauchen wir bestimmt immer mal. Ich könnte jetzt da überall auf jeden Block noch einen Zaun draufstellen. Allein, um die loszuwerden. Aber das wäre mehr als sinnlos. So, können wir irgendwo runterspringen? Ah ja, genau. Erstmal können wir gleich noch das Inventar aufräumen. Ja, und hui! Habe ich halt Glück, also ich habe ja jetzt gerade nicht nachgeschaut, ob da nicht doch irgendwie plötzlich Land ist. Also wäre unwahrscheinlich, dass das plötzlich auftaucht, aber immerhin. Das wäre zumindest sehr tödlich gewesen. Wir können auch gleich nochmal schauen von unten, wie es denn eigentlich aussieht. Wenn wir schon mal da sind, aber erstmal müssen wir mal ein bisschen, ich sag mal, schimpfen muss ich da jetzt schon. Aber es ist auch schön, wie das hier alles weiß macht. In der Höhle, Schnee, ist ja doch eher selten. Ja, was machst du da? Oh. Huh. Ja, wo guckst du? Oh. Ist auch schön, also, ja. Wobei, der sieht von innen wie ein Schneemann aus. Und von außen sehr kürbissig. Das ist auch, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Der mit seinen... Guck mal, ich habe ein paar Arme von dir hier. Zack. Nö, nicht gut. Brauchst keine mehr. Keine Prothesen. Schade. Das war unsere... Das war nicht unsere... Doch, klar. Das war unsere Höhle, wo wir uns direkt mal verlaufen haben. Naja, gehen wir jetzt aber nicht rein. Ich wollte mein Inventar aufräumen. Ist immer schön, wenn man selber vergisst, was man eigentlich wollte. Aber das Problem ist, hier wird man immer wieder abgelenkt. Das haben wir, glaube ich, schon öfter mal festgestellt. Und es ist auch gerne mal das Problem, dann nimmt man sich für eine neue Aufnahme irgendwas vor und natürlich klappt davon genau gar nichts, weil man 5 Meter hier in die Welt geht und dann sieht man plötzlich was, was man unbedingt noch erledigen muss. Und dann noch das und dann noch das und dann noch das. Und am Ende kommt man zu gar nichts. Und Kisten aufgeräumt habe ich auch nicht, wo wir gerade bei zu gar nichts kommen sind. Dafür haben wir 2 Scheren, die beide fast kaputt sind. Kann man die eigentlich jetzt reparieren? So? Oh!
Ja. Was ist das für ein Geräusch? Das klang auch interessant. Naja, so, immerhin kommen wir da ein bisschen Platz sparen. Haben wir eine Erfahrung eingebüßt, aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm. Hier hätten wir auch noch Zäune gehabt. Erde brauche ich auch nicht. Wir können uns die Sachen dann später natürlich wiederholen, wenn wir oben weiter basteln. Wäre sogar ziemlich sinnvoll, weil sonst hätten wir keine Materialien. Aber jetzt erstmal sollen die hier drinnen bleiben. Einfach mal so reingewuchtet, wieder an Stellen, wo die überhaupt nicht hingehören. Aber wissen wir wenigstens, dass wenn wir die brauchen, dann können wir da suchen, wo die eigentlich nicht hingehören und dann finden wir die Teile. Das ist ja auch der Vorteil dabei. Man muss sich halt nur merken, wo es denn steht. Dann ist die Ordnung auch egal, so mehr oder weniger. Wobei, das ist dann ja die Ordnung, die man gerade selbst dann erstellt hat. Einen gelben Wollblock. Ja, da ist die Wolle. Schön. So, mittlerweile ist die Ordnung auch halbwegs in den Kopf eingraviert. Und da sind zwei Zombies. Guten Tag. Oh. Ja, hat sich das auch. Du musst besser aufpassen, wobei gegen Zombies machst du ja nichts. Jetzt habe ich schon wieder Krempel. Auch immer diese... Haben die Zombies jetzt Faden verloren oder war ich das selber? Wir haben noch so ewig viel von, da können wir zwar Wolle draus basteln, aber ich meine, wir haben ja genug Schafe da draußen stehen, das geht ja auch. Jo, die Frage ist jetzt allerdings, was machen wir denn jetzt eigentlich? Wir könnten ja gleich erstmal schlafen gehen und dann da hinten mal ein bisschen für Inneneinrichtung sorgen. In dem anderen Haus. Oder wir können da auch mal den unteren Teil da zur Höhle hin etwas ausbauen. Aber erstmal haue ich mich tatsächlich hier in die Kissen. Sonst haben wir gleich Besuch von Leuten, die uns explodieren lassen möchten. Was selten schön ist. Sei denn, man steht da drauf. Aber ja, hier in dieser Wohnung nicht mehr. Das war die letzten Male etwas zu brutal. Was bräuchten wir denn dafür? Was können wir da hinten mal reinklatschen? Haben wir irgendwas Fertiges noch hier? TNT ist schön, Das ist dann, also sollte man dann nicht aus Versehen an der Tür klingeln, falls ja gerade alles scharf geschaltet ist. Aber warum sollte man auch? Da ist ja auch keine Klingel dran. Wobei wir können auch mal, machen wir später. Haben wir hier irgendetwas Fertiges? Haben wir da hinten denn überhaupt alles Glas angebracht? Wahrscheinlich, das ist schon so lange her jetzt. Haben die anderen hier noch irgendwelche Sachen, die man da reinbasteln könnte? Guten Tag. Niemand da. Oh. Oh. Schön verzaubertes Zeug. Oh. Nee, hör mit. Schöne Rüstung. Feuerzeug natürlich. Gerade in dieser Bude ist das wunderschön. Sollte man dann immer in der Hand halten und dann versuchen, irgendwelche Blöcke zu platzieren. Hat Herr Zomp denn noch irgendwas hier in seiner super versteckten Kiste? Ja, aber ohne Tür. Ich nehme die Tür mal mit. So. Weil ich weiß gar nicht, ob wir die da noch haben. Wir haben noch genug, haben wir gar nicht, Rohstöffchens dabei. Aber dann nehmen wir uns einfach den Rest noch mit. Holz haben wir eigentlich echt noch genug. Man könnte sich zwar jetzt in stundenlangen Aktionen die ganzen Wälder abholzen und dann hat man auch für die Ewigkeit was. Aber es ist ja auch nicht allzu spannend, sag ich mal. So, wir können dann irgendwann auch nochmal die Felder, dass wir dann nochmal ein ordentliches Kürbis- und Melonenfeld haben. Das ist zwar nett so, ne, aber so richtig überzeugend. Oder hier das nochmal ein bisschen schöner machen. Das ist jetzt da bis an die Kante und dann war es das. Das sind ja immer noch die Bauten aus den ersten paar Folgen. Das ist, aus der ersten Zeit. Da waren in der Mitte ja noch andere Bäume. Ist ein bisschen hochgezogen. Aber so wandelt sich das alles, so wie auch dieser Teil sich wandelt. Und er ist immer noch hübsch, finde ich. Da muss ich auch mal mich selber loben. So ein bisschen, ne? Wenn man schon dabei ist gerade. Und hier in der Gegend herumrennt. Wir haben da eine Tür drin, unfassbar. Ja, brauchen wir hier sonst noch irgendwo eine Tür? Da. Schön. So, die bleibt da jetzt. Also, wir haben ja sogar schon Zeugs hier. Nee. Vielleicht hier irgendwo oben, wobei hier brauchen wir auch nichts mit Türen. Ja,
was machen wir hier denn noch? Diese Teile, die Winkel da. Oder müsste man hier nochmal irgendeinen Aufgang haben, dass man da draußen kann? Ich meine, auf dem Dach ist da jetzt auch nichts Spannendes, aber da könnte man, wenn man von außen nochmal guckt. Wobei, da wird man jetzt nicht viel sehen, weil dann Bäume im Weg sind. Da oben brauchen wir nicht drauf. Auch von dieser Seite ist das Haus höchst unspektakulär. Bis auf, dass es übersteht und nicht unbedingt statisch so zu empfehlen ist. Und hier alles ziemlich verholzt ist. Na gut, kommen wir hier kommen wir gar nicht. Doch, hier kommen wir rein. Aber bis ein Zombie da mal reingeflutscht ist, so viel Unsicherheit muss sein. Ohne Risiko ist es auch blöd. So, die Tür kann hier einfach mal rein für das nächste Haus, was vielleicht in der Nähe dann entstehen könnte. Und ich würde sagen, hier könnte noch ein kleines... Genau, wir haben die ganzen Blumenpötte sind jetzt zu Hause, aber das... Nee, hier ist auch nichts mehr drin. Ist egal, die holen wir dann später. Erst noch ein bisschen Holz. Und machen wir einfach mal hier. So was hin? Ist immer gut. Wir können auch Schilder. Keine Schilder. Oh, ein Boot können wir auch bauen. Schilder. Muss es sich nur oft genug sagen. Dann hat das Gehirn Mitleid. Und kramt doch noch das Richtige hervor. Könnte man eigentlich... So. Vielleicht. Ja, ist ja gut. Da ist auch gut. Wunderbar. Jetzt kann man da in die Ecke nichts mehr stellen, aber ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Oder man hätte das hier um Eck machen können. Mit den weiteren Teilen. Natürlich das total massive, schwere Schild mit der Axt kaputt hauen, wie man das halt so macht. Können wir uns... Nee. Das schreibe ich immer, wenn ich nicht schreibe. So,